Meine Damen und Herren, liebe Freunde, kürzlich gab es eine Umfrage des European Council on Foreign Relations, kurz ECFR-Institut. In der Umfrage wurden Bürger aus 12 europäischen Ländern befragt, mit dabei unter anderem Frankreich, Schweden, die Niederlande, Österreich und natürlich Deutschland. Es wurde gefragt, ob sich die Leute frei, teilweise frei oder unfrei im eigenen Land fühlen. Ich denke, Sie können sich vorstellen, was dabei herauskam. Lediglich 11% der Deutschen gab an, sich frei zu fühlen. Ganze 49% gaben das genaue Gegenteil an, nämlich, dass man sich unfrei im eigenen Land fühle. Deutschland belegt damit den letzten Platz. In keinem anderen der befragten Länder fühlen sich die Menschen so unfrei. Ich könnte ja so tun, als wäre ich überrascht. Aber mal ehrlich, diese Umfrage ist eine Bestätigung dessen, was wir von der AfD seit über einem Jahr predigen. Die Hardliner Merkel und Söder haben uns einen Lockdown nach dem anderen beschert. Nie gab es eine Grundlage dafür. Objektive Beratung fand niemals statt. Zu den ominösen Ministerpräsidentenkonferenzen wurden immer nur Ja-Sager und die gängigen Hofwissenschaftler geladen. Kritische Stimmen wurden regelmäßig diskreditiert und isoliert. Die Menschen haben Angst, ihre Meinung zu äußern. Denn jeder sieht, wo es hinführt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, diese Umfrage zeigt mit aller Deutlichkeit, wie heruntergekommen unsere Demokratie mittlerweile ist. Eine Regierung, die wirklich für die eigene Bevölkerung Politik macht, müsste beim Anblick dieses Ergebnisses eigentlich sofort auf die Knie fallen und bitterlich um Verzeihung bitten. Das Mindeste wäre, die Konsequenzen zu ziehen. Ich weiß auch, nichts davon wird passieren. Wir Bürger, wir aber können es ändern. Aus dem Bayerischen Landtag, Ihr und Euer Ingo Hahn.